Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Familie Reuss, bei der guten Amelie, die wir jetzt mal aufwecken. Denn natürlich muss die Kleine wieder frühstücken und sie hat die Hausaufgaben noch gar nicht gemacht. Mal gucken, ob wir das heute hinbekommen. Wir sind aber allerdings von der Note her super gut, also können wir zur Not auch mal einen Tag lang keine Hausaufgaben machen. Das wäre ja sonst auch in Ordnung. Und der gute Julian schläft bei seiner, ja, noch nicht ganz Freundin, aber mit der letztes Mal ein wenig romantisch geworden ist. Nennen wir es einfach mal so. Wo ist sie überhaupt, die Manuela? Sie schläft ja scheinbar nicht. Oh, sie hat ekliges Frühstück gemacht. Danke, Manuela. Das ist ja toll. Oh, da nehmen wir ja gern was zu essen. Oh, ist das toll. Hier, dann lass die beiden nochmal frühstücken. Mit den guten, frischen Waffeln, die Manuela gemacht hat. Die richtig, richtig lecker aussehen. Die müssen auch richtig toll schmecken. Okay, dann werden wir mal... wir werden mal Leon aufwecken. Der ist zwar noch ein bisschen müde, aber... Ich bin halt der Meinung, dass Sophia eher ihr einige Dinge zu tun hat. Deswegen, ja, machen wir das so. Gut, wenn du das... Kannst du ja aufräumen. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben machen, dass du wenigstens ein paar gemacht hast. Oder ein bisschen dran gearbeitet hast, anstatt gar nichts gemacht zu haben. Dann kümmern wir uns um den kleinen Moritz. So langsam kriege ich das mit den Namen auf jeden Fall auch hin. Wird noch ein bisschen dauern. Aber bald habe ich dann auch Moritz' Name drauf, ohne vorher nochmal nachgucken zu müssen. Dann kannst du ihm hier nochmal die Flasche geben. Ich warte noch drauf, dass er sich in die Windel macht. Dann kannst du zum Glück nochmal mit Moritz kuscheln. So, wie läuft das bei euch beiden? Oh. Manuelas Mutter möchte das auch kennenlernen, okay. Wenn du meinst. Da ist schon mal die kleine Saskia. Kleine Schwester von Manuela. Oh, die will gerade auch... ja, toll. Alle essen das richtig gute Essen. Ist das toll. Ich weiß ja nicht. Na naja, gut. Du kannst dann auf jeden Fall zur Arbeit... Nicht zur Arbeit gehen, zur Schule gehen. Klar. Klar. Du auch. Du kannst eigentlich jetzt schon... Hast du jetzt eigentlich überhaupt ein bisschen Hausaufgaben gemacht? Wie viel Prozent waren das jetzt? Oh, da kommen immerhin Fünftel. Also, da machen andere Leute weniger Hausaufgaben. Dann kannst du den Kleinen baden. Dann kannst du ihn vielleicht danach nochmal kuscheln. Damit er genug Aufmerksamkeit bekommt. Ach, wartet mal. Dann kann ich euch gerne nochmal die Babymatte zeigen. Nochmal kuscheln. Die ist jetzt nicht so spannend, aber wenn wir sie schon mal haben, können wir sie natürlich auch mal nutzen. Dann kann ich sie euch zeigen. Und wenn du fertig bist, gehst du duschen. Am besten direkt auch säubern. Haben wir noch irgendwas, was wir säubern müssten? Nee, ne? Das ist gut. Und dann kannst du eigentlich auch mal das verdorbene Essen ausräumen. Denn hier unseren ganzen schönen Kuchen und sowas, alle nicht mehr gut. Und dann nochmal neues Frühstück servieren. Ein paar Pfannkuchen. Rechnungen bezahlen. Ja, da haben wir noch gerade so genug, aber wir haben wirklich nicht mehr viel. Wir sollten wirklich langsam ein bisschen mehr uns Geld widmen. Sag mal, wie lang ist denn du? Julian, geh bitte jetzt einfach mal zur Schule. Das wäre sehr schön. Nacho schläft noch, Taffy auch, die Pferdis auch alle. Warte, Aurora auch, ja. Okay. Gut. So, dann kann Sophia auch mal aufstehen. Die muss ja nicht sonst wie lange schlafen eigentlich. Genau, dann packen wir den Kleinen mal auf die Babymatte. Ich weiß nicht, warum er sich jetzt... Hallo? Kommst du da nicht hin? Kannst du die nicht benutzen, so wie die da liegt? Ja, der kann die scheinbar so nicht benutzen. Dann gucken wir mal eben, ob ich die noch anders hinlegen kann, dass er sie benutzen kann. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung man die drehen muss, damit sie benutzt werden kann. Kein Schimmer. Ich packe das mal ein bisschen nach da. Move Objects on. Das ein bisschen nach da. Und dann die vielleicht so hin. Vielleicht funktioniert das ja. Gucken wir doch mal, ob das besser funktioniert. Du.
Schaffst du es jetzt? Nee. Sa Jetzt sagt er mal, dass es nicht Awati? schafft. Ich weiß aber halt leider nicht, in welche Richtung das, also wo da das Problem ist, genau. Ich stelle die mal hier hin. So mitten in den Flur. Weil meiner unbedingt gern sein Kind mit in den Flur legen will. Probieren wir es einfach nochmal leeren. Ich möchte euch einfach kurz demonstrieren. Weil mehr als einfach die Bedürfnisse des Kindes. Ah, okay. Von der Seite aus braucht man das. Um dann sein Kind daneben zu legen. Ja, auf jeden Fall. So, dann kannst du bitte mal ein bisschen weggehen. Das sieht nämlich sonst ein bisschen bescheuert aus, wie du da auf dem Kind drauf stehst. So, ja. Und das ist alles, was dieses Ding macht. Du kannst eigentlich mal das verdorbene Essen rausräumen. Und das Pilzomelett essen. Dann kannst du, brauchst du das nämlich nicht machen. So. Also ihr seht, das Baby liegt da einfach. Freut sich seines Lebens. Yay. Achte nicht auf die gruseligen Augen. Das geht weg, wenn er ein Kleinkind ist. Ja, und die Bedürfnisse gehen halt die ganze Zeit hoch. Also wirklich spannend ist das tatsächlich nicht. Du kannst dann den Kleinen auch mal dann hochnehmen. Kuscheln und ins Kinderbettchen legen, weil das braucht es halt eigentlich nicht unbedingt. Und dann kannst du ja nochmal Pfannkuchen servieren. Ach, du hast das da reingeworfen. Stimmt, da ist ja auch, ja, macht ja auch Sinn. Da ist ja auch der Mülleimer. Mich gerade halt gewundert, wo der ist. Okay. Haben wir denn noch Frühstück? Wo gehst du denn jetzt wieder hin zum Essen, Depp? Wir hätten sogar noch Pilzomelett, aber es ist immer ganz gut, wenn man sich nochmal ein bisschen mehr Essen macht. So. Kannst du nämlich essen, dann geht es dir soweit gut und dann können wir uns danach nämlich auch anfangen, um die Pferdis zu kümmern. Das wird da dann wieder was hinbekommen. Dafür sorgen können, dass wir hier wieder ein paar Einnahmen haben. Dass wir natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld verdienen können. Damit spätestens, wenn Moritz dann älter wird, was in 2 Tagen ist. Also in... Also heute... In zwei Wochen? Keine Ahnung. Ja. Da werden wir dann den Geburtstag feiern von Klein Moritz. Und dann wird er hier halt noch so ein bisschen Upgrade bekommen im Kinderzimmer. Aber halt je nachdem, wie viel Geld wir dann natürlich auch haben. Das geht natürlich nicht, wenn wir kein Geld dafür haben. So, dann packe ich die Spielmatte einfach dahin. Das sollte ja eigentlich so funktionieren, weil der Kleine wurde ja scheinbar von der Seite auf da drauf gepackt. Und dann können wir die auch so hinlegen. Gut. Und du machst dann jetzt Frühstück um 11 Uhr morgens. Dann kannst du das bitte aufräumen. Wie sieht es mit der Wäsche aus? Wir haben ja eigentlich fast dauerhaft Wäsche, glaube ich. Kannst du den Trockner geben? Wie läuft es bei den Hundis? Du kannst ja hier mal ein bisschen mit kauen. Apropos kauen. An der Probe teilnehmen? Ja, gern. Oh, dann können wir heute die Ballettaufführung besuchen, oder? Ich glaube, dann haben wir heute eine Ballettaufführung. Ich weiß nicht, ob Sophia da hingehen kann, weil wie gesagt, eigentlich wollen wir gern... Ja, eigentlich sollte Sophia schon auch mit hingehen. Gucken wir mal, wie das passt. Auf jeden Fall können wir Leon damit dann hinschicken. Nur eigentlich braucht er ja ganz schön viel Energie gerade. Ist halt eigentlich ziemlich müde, der gute Leon. Oh. Sitzt doof. Aber eigentlich habe ich ja mal gelernt, dass man die ganzen Sachen, die Sims zum Kochen brauchen, nicht über den Geschirrspüler packt. Aber scheinbar habe ich das in diesem Haus wieder komplett vergessen. Naja, gut. Dann lass es bleiben. Wird dann später weggeräumt. Total komisch. Wenn das dreckig wird, dass dann halt einfach das komplett dunkel wird, anstatt halt irgendwelche Flecken. Naja. Nicht zerstörerisch. Nacho ist nicht zerstörig geworden. Oh, das ist ja cool. Das ist richtig cool. So, du kannst dich dann mal mit dem kleinen Nacho nochmal anfreunden. Kannst ihn loben fürs nicht zerstörig sein. Streicheln. Mit ihm reden. Und Tauziehen spielen, ja.
Und du kochst mal schön. So, bei euch läuft das doch auch sonst ganz gut. Genau, du machst, spielst damit. Und danach kannst du gern hier ein bisschen Heu futtern, ein bisschen was trinken. Genauso. Und du gehst danach dann mal in den Stall. So, wenn sie gefrühstückt hat, dann gehen wir zu den Pferdis rüber. Das läuft soweit ganz gut. Ich bin auch gar nicht so unzufrieden darüber, dass wir mit Sophia wirklich sehr viel mit den Pferden zu tun haben, weil eigentlich ist es meiner Meinung nach so ein bisschen das Hauptsächliche für sie. Wo stehst du das denn jetzt hin? Hey, du hast da so viele Teller und alles. Ach so, nee, warte mal. Das geht, das kann sie ja, glaube ich, gar nicht. Sie kann das, glaube ich, nur da hinstellen. Ja, nimm dir da nur einen Teller. Wir haben tatsächlich, glaube ich, nur einen. Ich glaube, da muss ich hier nochmal ein bisschen Deko umräumen, weil das ist echt ungünstig, dass wir hier quasi nur einen Ort haben, wo wir was abstellen können. Ja, ich werde die Küche nochmal ein bisschen umsortieren, damit das hier ein bisschen besser passt. Okay, Toffee. Den haben wir ja letzte Folge sogar mal für was Freundliches gelobt. Das lief ganz gut, daran erinnere ich mich noch. Das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und genau, wenn du fertig bist, kannst du das aufräumen. Kannst du den Teller aufräumen. Ein bisschen sauber machen. Reste wegstellen. Das sollte sie einigermaßen schnell hinbekommen. Und dann werden wir erstmal, bevor wir alles andere machen, hier reingehen, sauber machen und dann ein bisschen Heu verteilen. So, dann gehst du schon mal in den Stall. Okay, du bist auch eigentlich erstmal fertig mit Bewegung. Dann kannst du nämlich, wenn du damit fertig bist, mit dem Pferdeball spielen. Ach, das läuft gut. Also koordinationsmäßig, Dingsi, kriegen wir das ganz gut hin. Du hast heute Musikverein. Okay, und die kleine Amelie. Keine Nachricht. Ich glaube, ich werde Sophia nicht hinschicken, weil die muss halt wirklich viel mit den Pferdis machen. Oh, du hast dich mit Nacho angefreundet. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Wie geht's dem Kleinen? Dem Kleinen geht's super. Dann würde ich sagen, kannst du hier vielleicht irgendwie noch mal ein Nickerchen machen. Dann werden wir warten, dass Amelie fertig ist. Und dass sie dann nämlich in ihre Probe geht oder ihre Ballettprobe macht. Die würde ich mir wirklich gern anschauen mit Leon. Also, wir werden sie nicht sehen, aber halt, ne? Ihr wisst schon, was ich mit anschauen meine. Dass er da halt auch hingeht. So in die Richtung. Jetzt hängt das Spiel leider ein bisschen. Okay. Oh, und ich habe halt auch, es ist ja jetzt Herbst, ne? Will auf jeden Fall nochmal einen Drachen steigen lassen. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Hoffe mal, dass wir da demnächst noch die Gelegenheit zu bekommen. Wenn es dann knapp wird irgendwann mit der Zeit, dann erinnert mich daran, dass ich das noch vorhatte. Mit Amelie, dass wir da in Drachen steigen gehen. Oder Drachen steigen lassen. So, lass das bitte nicht bewachen. Du kannst dich hier anschmiegen, beschnüffeln, Kontakt knüpfen. Ein bisschen spielen. So, Salira. Genau, pieseln. Das hast du schön von selbst direkt gemacht. Das freut mich. Kannst du da nochmal Heu futtern? Und dann sind nämlich tatsächlich alle Heu-Dingsies hier aufgebraucht. Dann ist das ganz gut, dass Sophia jetzt gleich sich einen Nachschub holt. Und du müsstest jetzt eigentlich gleich in deinen, genau, in den Verein gehen. Sehr gut, bis 16 Uhr. Und danach, ich überlege, ob wir danach einfach dann nach Hause gehen. Die Hausaufgaben sind ja, weiß nicht, ob die direkt schon wieder also schon wieder abgeschlossen sind oder ob die noch vom Tag sind. Ansonsten können wir auch mal zu den McDermotts nach Hause gehen. Oder den McDermott-Jungen zu uns einladen und dann da irgendwie ein bisschen Spaß haben. Müssen wir mal gucken. Wir können auch zum Golfplatz gehen. Da waren wir ja. Oh, oder zur Party von Ginny McDermott gehen. Wann fängt die denn an? 19:30 Uhr. Wenn der Maximus ist, können wir da auf jeden Fall mit Julian gemeinsam hingehen. Das fände ich cool. Okay, du gehst jetzt schon
So, im Stall, das ist sehr schön. Wir haben halt wirklich auch viele Pferde. Ist natürlich klar, dass sie dann das Heu ziemlich schnell aufbrauchen. So, genau. Wenn du damit fertig bist. Mal gucken, wie viel davon wir da machen werden. Und wir gucken mal. Ab wann können wir denn da teilnehmen? An der Probe. Okay, wir hatten ein schönes Souvenir. Können wir das? Ja, genau. Wir können direkt an der Ballettprobe teilnehmen. Und dann werden wir nämlich auch Leon hierher schicken. Zur Not, falls er schon früher wach ist, schicken wir ihn schon mal dahin, dass er das schon mal auf den Weg geht. Aber ja, dann machen wir das so. Vielleicht kann sogar Julian, wenn Julian auch mit eingeladen wird, dorthin zu gehen, dann schicken wir Julian auch noch mit hin zu der Ballettprobe, dass er da bei seiner Schwester zugucken kann. Aber Sophia hat halt nicht die Zeit. Sophia muss sich halt darum kümmern, dass wir halt ein bisschen Geld verdienen. Das fände ich doch schon auch ganz wichtig. So, und dann kannst du nämlich danach ein bisschen mit Flame. Okay. Und dann machen wir hier in der Zeit aber mal das Tor zu. Genau, wenn es sich einrichten lässt, sollte der ganze Haushalt teilnehmen. Gut, bei dir geht das nicht. Irgendwie ist jetzt. Ah, okay, bei dir ist die Option an der Ballettprobe. Okay, ist bei dir die Option? Nee. Bei ihm kommt, also bei Leon kommt jetzt irgendwie gar nicht die Option. Das finde ich jetzt natürlich schade, dass er da gar nicht teilnehmen kann. Haben wir da wirklich gar keine Möglichkeit, damit hinzugehen? Nee. Dann gehst du mal bitte an deinem Buch weiterschreiben. Vielleicht kriegen wir davon nämlich auch mal mit der Zeit ein bisschen mehr Geld. Halt auch ganz gut. So, du hast genug eigentlich gespielt hier. Wo hast du da? Dann können wir nochmal zweimal Heu verteilen. Dann haben wir erstmal achtmal. Das sollte erstmal passen. Und dann sollten wir uns langsam wirklich mit Aurora aufmachen und wenigstens ein Turnier für heute bestreiten. Weil für zwei wird dann wohl nicht mehr die Zeit sein. Aber mein Anflüstern können wir sie ja dann. Und dann können wir aufsitzen. Und los! Los zum Turnier, los zum Geld verdienen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich auch mal, wenn halt auch alle richtig gute Laune haben und sowas, mal Erste zu werden in dem Querfeld einrennen. Das wünscht sich ja auch Aurora und ich wünsche mir das auch, weil wir dann halt mehr Geld bekommen. Das wäre halt richtig cool. Aber mal gucken. So, du kannst dann hier mal ein bisschen pieseln gehen, dann kannst du was kauen. Wie geht's dem Kleinen? Der Kleine braucht gleich noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann werden wir also auch schauen. Ihr beide seid bei der Ballettprobe. Okay. Ja, es ist halt schade, dass jetzt nur Julian hinkommen kann. Aber es ist halt blöderweise halt immer so zufällig oder keine Ahnung. Man kann es halt nicht bestimmen, ob die Eltern da auch mitgeholt werden. Okay, bei Sophia wollte ich es auch gar nicht, aber ich hätte halt voll gern gehabt, dass Leon da auch mit hingeht zu der Ballettprobe und seiner Tochter da zuschaut. Aber kam halt nicht. Und man kann das halt aktiv nicht festlegen. Zumindest wüsste ich es halt nicht. Wenn ihr sagt, so, doch, das geht, das hättest du so und so machen müssen, dann weiß ich es fürs nächste Mal. Aber ich kenne das jedenfalls nicht, dass man das könnte. Deswegen war das jetzt ein wenig doof. Aber umso besser können wir uns um den kleinen Moritz kümmern, denn andernfalls wäre das jetzt natürlich ein bisschen ungünstig gewesen, wenn Leon jetzt unterwegs gewesen wäre und Sophia ja eigentlich mit den Pferdis zu tun hat. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Jetzt den Kleinen wieder ins Bettchen bringen, auf Toilette gehen und dann können wir vielleicht noch ein bisschen gegrillten Lachs zu Abend essen. Eine wundervolle Vorstellung. Amelie hat eine hübsche Trophäe erhalten, die sie stolz zur Schau stellen kann und die sie an das tolle Vortanzen erinnert. Ah, das war schön. Das war richtig schön. So, jetzt regnet's. Können wir trotzdem irgendwo hingehen, wo. Oh!
Wir gehen mal zu den Moors, oder? Mal, die kleine Luena ist zum Kind geworden. Das ist sehr cool. Apropos Nachbarn. Okay, so McDermott's gehen wir auch, aber wir gehen da, glaube ich, erst hin. Wir können doch mal zur alten Scheune gehen. Wir gehen da, glaube ich, erst hin, wenn tatsächlich auch die Party steigt. Deswegen würde ich vorschlagen. Du gehst auch mal mit zu den. Ja, wir gehen da mal gemeinsam hin mit Amelie. Lass da mal gemeinsam hingehen. Ich hoffe, dass die dann noch da sind, wenn wir da hingehen. Werden wir gleich sehen. Können wir das erstmal aufschließen? Kommt ihr beiden, das kriegt ihr jetzt hin, oder? Ihr müsst nur zwei Interaktionen ausführen. Einmal anflüstern und einmal aufsitzen, bitte. Ja, das schaffen die hoffentlich schon. Gucken erstmal, ob hier Mika und Luena noch zu Hause bleiben. Oh, und jetzt fällt mir wieder ein, ich habe natürlich auch nicht an das Regenoutfit gedacht. Okay, das mache ich auch noch irgendwann. Ich meine, das ist mir eingefallen. Ich versuche jetzt, das nach der Folge zu machen. So, ich habe es ja schon letzte Folge nach der Folge nicht gemacht, obwohl ich es letzte Folge nach der Folge machen wollte. aber ich hoffe, dass ich jetzt diesmal dran denke. Weil vielleicht gebe ich dann halt auch tatsächlich Luena noch ein neues Outfit oder ein Umstyling, je nachdem, wie sie aussieht. Ob sie einigermaßen angemessene Klamotten hat oder nicht, werden wir gleich sehen. So, dann klingel doch mal bitte, Julian. Geh bitte mal klingeln, Julian. Da ist die Tür. Oh, ich finde den Regenschirm echt knuddelig. Natürlich auch passend danach gestaltet, was sie persönlich an Regenschirmen schön finden. Okay, gucken wir doch mal. Hallo. Maya. Deine Neffen sind da. Oder dein Neffe und deine Nichte sind hier. Hallo. Kannst du uns bitte aufmachen? Sei nett. Okay, dann... Sie haben es auf jeden Fall geschafft, aufzusitzen. Und wir nehmen dann an einem internationalen Querfeld-Einrennen teil. Wenn ihr das hinkriegt, Leute, schafft ihr es? Geht ihr los? Bitte, gemeinsam? Ja, sehr schön. Das auch durchs Tor. Sehr gut. Dann können wir das Tor eigentlich auch schließen. Ich weiß nicht, warum es überhaupt offen war. Okay, die gehen da jetzt also los. Du bist am Essen. Du kannst das dann auch wieder aufräumen und ein bisschen weiterschreiben. Und wir können ins Haus. Sehr cool. Hey, wie sieht denn... Was hat Maya denn jetzt für eine Frisur? Warum hat sie diese bescheuerte Frisur gerade? Das verstehe ich nicht. Naja. Du kannst dann auf jeden Fall mal... Hä? Sie ist noch ein Kleinkind, oder? Hä, warum sah sie denn aus wie ein Schulkind? Hä, sie ist doch ein Schulkind. Ich glaube, der Haushalt ist verbuggt. Warte mal, Leute. Da muss ich mal kurz gucken. Okay, keine Ahnung. Ich habe das Grundstück zurückgesetzt. Ich habe Luena selbst nochmal umgestylt oder zurückgesetzt. Ich habe sie in Stylisten geschickt. Da war sie ein Schulkind. Aber sie wird hier eigentlich noch als Kleinkind angezeigt. Nur mit Schulkind drum. Keine Ahnung. Und hier steht halt, Sim Luena Moore ist Toddler plus 0,8 years. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Haushalt schiefgelaufen ist. Das ist irgendwie ziemlich deprimierend gerade. Dann muss ich die eigentlich auch nicht hierhin teleportieren, wenn die eh kaputt sind. Das deprimiert mich, wie gesagt, so ein bisschen. Wir gehen mal hier zu der Party. Zur McDermott-Party. Immerhin etwas. Ich verstehe gerade nicht, warum die Pferde dort sind. Warum seid ihr hier? Ich meine, könnt ihr gern, aber warum? Und so. Naja. Gut. Ja, die Kinder haben sich jetzt halt hierher teleportiert, weil ich halt das Grundstück zurückgesetzt habe. Deswegen erstmal gucken, wie die Bedürfnisse aussehen. Okay, eigentlich ganz in Ordnung. Dann gehst du mal bitte hier hin. Nee, hier hin. Danke. Ich weiß auch gar nicht, wie dein Energielevel vorher aussah. Deswegen belaste ich einfach mal die Bedürfnisse alle so, wie sie sind. Das war jetzt nicht mit Absicht gecheatet oder sowas. Ich glaube, sie hatte Hunger. Ich glaube, sie hatte extrem Hunger. Dann werde ich sie erstmal was essen schicken.
Ein bisschen Macaroni mit Käse. Ich glaube aber, sie hatte ein bisschen mehr Spaß. So, ich habe keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal. Du gehst. Achso, du bist ja mal rumrennen. Du kannst ja mal ein bisschen pieseln. Wo ist Toffee? Toffee ist einfach da und sitzt da einfach nur rum. Okay. So, das Turnier hat scheinbar noch nicht gestartet. Na, die werden ein bisschen sehr spät sein heute fürs Turnier. Aber immerhin werden wir heute wenigstens ein Turnier bestreiten und ein bisschen Geld bekommen. Das Joan-Rennen. Okay. Gehen wir immer ein bisschen auf Risiko. Und schau mal, was der Rest der Zeit so mit sich bringt. Und Julian. Es scheint so, wenn wir von ihr begrüßt werden, dass. Ne, nee, ins Haus eingeladen werden. Ich dachte, hier ist eine Party. Dann müssen wir ins Haus eingeladen werden, wenn hier eine Party ist. Also. So in den Partys funktioniert halt auch voll oft nicht. Das heißt, Maximus ist jetzt auch nicht hier. Nee, der ist auch nicht hier. Ja, dann brauchen wir auch nicht hier sein. Wenn Maximus nicht hier ist, dann lohnt sich das ja auch nicht. Ist der da? Nee. Das Marisol. Okay. Ja, das ist halt das mit Mika und Maya und der kleinen Luina ist halt ein bisschen sehr kacke, muss ich sagen. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass was so schief läuft. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie vielleicht morgen älter wird oder sowas und das dann irgendwie funktioniert. Ich weiß es nicht. Also das muss ich mit Testing Cheats da irgendwie nochmal die Alterung ändern oder sowas. Sie erst nochmal zum Kleinkind machen und dann wieder zurück zum Schulkind oder sowas. Damit beschäftige ich mich dann später. Hat mich aber irgendwie ein bisschen schockiert. Das wird halt irgendwie auch gerade nicht besser. Leute, ihr seid doch beide so gut drauf. Warum läuft das denn so schlecht gerade mit euch? Was ist dein Problem gerade? Ach so, du bist müde. Ja, dann geh schlafen. Geh schlafen. Du bist damit fertig. Dann kannst du eigentlich auch schon mal schlafen gehen? Hoffen wir, was wir dann morgen das mit den Hausaufgaben hinbekommen. So, kannst du denn hier ein bisschen mit deiner Gitarre spielen? Ich hoffe einfach mal, dass er hier genug Platz findet. Ja, findet er. Sehr schön. Und danach kannst du dann. Hey, du hast gar keine Hausaufgaben gerade, oder? Er hat gerade keine Hausaufgaben. Keine Ahnung, wo die hin sind. Er wird morgen wieder welche finden. Wir sind ja auch so halb erledigt, ist ja egal. Zweiter Platz, na immerhin. Zweiter Platz haben wir belegt. Also auf dem ersten Platz kommen wir irgendwie bisher nicht. Ist auf jeden Fall noch ein großes Ziel für Sophia und Aurora, da mal auf den ersten Platz zu kommen. Weil aktuell klappt das scheinbar echt nicht so wirklich. Ihr seid halt auch Meilen entfernt. Also, ich meine, das ist halt gerade cool, dass wir hier so eine große Weide haben, wo die Pferdis theoretisch halt auch hin könnten. Nur ist das halt irgendwie komisch, dass die da jetzt sind. Dann müssen wir das natürlich aufschließen. Das Tor können wir dann auch direkt wieder öffnen. Dann könnt ihr beiden bitte mal hierhin galoppieren. Natürlich beide. So. Und dann werdet natürlich auch ihr dahin galoppieren wieder. Wenn sie aus dem Reitsportzentrumsdingens rauskommen. Mit dem Galopp natürlich. Du gehst schlafen. Du bist dann noch ein bisschen am Spielen und schlafen. Okay. Ja. sonderlich viel gut. Das ist jetzt auch nicht passiert unbedingt in der Zeit, in der heutigen Folge. Eher Schlechtes, vor allem das mit Luina, das ärgert mich natürlich ein bisschen. Aber das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Das sind hoffentlich Bugs, die sich irgendwie beheben lassen. Also ich denke mal, maximal oder spätestens, wenn ich die halt einmal nochmal irgendwie in eine andere Altersstufe bringe und dann wieder zurück, sollte das ja eigentlich hoffentlich passen. Eigentlich kann er schon richtig gut spielen, finde ich, oder?
gute UI, es ist irgendwie extrem laut, aber an sich finde ich, klingt das doch eigentlich schon ganz gut. Ja. Und gerade hört er mit dem Lied auf, ey. Das klingt aber irgendwie gar nicht so rockig genug, meiner Meinung nach. Weil... So, ihr seid auch da. Sehr schön. Wo sind die anderen Pferde jetzt wieder hin? Ja, okay, da könnt ihr ja gern hin. Das ist schon, die werden irgendwie ganz außer Haus geritten. Also wieder da, wo auch wie auch immer sie da rauskamen, wieder hin. Ja, du kannst dann gerne mal absteigen. Und gerne mal was zu Abendessen nochmal. Mal ein bisschen gegrillten Lachs. Und dann müssen wir uns auch gleich nochmal um Moritz kümmern. Ansonsten muss Leon gleich nochmal aufstehen. Der kriegt das sonst auch hin. Dann könnt ihr ihn baden. Gleich nochmal. Baden. Spielen. Und mit ihm kuscheln. Das wäre ganz gut, damit es ihm besser geht. Genau, die Kinder schlafen jetzt. Du schläfst bis 5.30 Uhr, heißt das. Mal gucken, ob sie wirklich so lange schläft. Kann durchaus sein, dass sie auch nicht so lange schläft. Könnt ihr bitte nicht so einen Müll machen, den ihr gerade hier vorhabt. Du kannst eigentlich auch trinken gehen. Du kannst vielleicht hier mal ein bisschen grasen. Und ich packe hier mal noch das ganze Heu wieder woanders hin. So. So. Denn das gehört natürlich hier auf die Koppel. Und nicht hier in den Stall. Aber man kann ja nicht beeinflussen, wo die das da hinschmeißen, wenn die das verteilen. Deswegen passt das so schon. Okay. Na, du hast ja auch noch ein bisschen Hunger, dann kannst du ja auch gleich nochmal was futtern. Genau, und ihr geht vor allem was trinken. Sehr schön. Und du kümmerst dich um kleinen Moritz. Danach kannst du auch wieder schlafen gehen, Leon. Kein Problem, aber... Ne, so ist das halt mit... So ist halt mit Babys. Wie lange bist du eigentlich noch ein Kind? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich gucken muss. 2 Tage. Stimmt, das hatte ich ja zu Anfang der Folge schon mal geguckt. Egal. Gut, dann kann der Kleine ins Kinderbettchen. Wie lange brauchst du eigentlich noch, bis du älter wirst? 6 Tage. Aber wir werden... Ich werde noch abwarten, bis Moritz älter geworden ist, aber ich weiß nicht, wir machen vielleicht 4 Tage draus oder so, weil das ist echt übertrieben. Ich weiß halt auch nicht, wie gesagt, das ist halt eigentlich auch unnormal, weil eigentlich dürfte der gar nicht so lange, also so ein langes Welpendasein haben. Eigentlich müsste der schon längst, schon viel näher am Erwachsenenleben sein oder vielleicht sogar schon tatsächlich ein erwachsenes Hündchen sein. Ich weiß es nicht genau, aber das ist irgendwie auch was schiefgegangen. Aber so kennen wir ja Sims. So kennen und lieben wir Sims. Immer verbuggt, immer ganz viele Spielfehler. Aber ja. Das kriegen wir vielleicht sogar mal alle Sims zu einer einigermaßen ordentlichen Zeit ins Bett. Es ist Mitternacht, so. Leon geht dann auch langsam ins Bett und Sophia auch ein bisschen später. Nicht so 2, 3 Uhr morgens erst oder halt, wenn es gerade wieder hell wird, sondern halt vielleicht schon ein bisschen früher. Das wäre doch tatsächlich ganz gut. Ja, ja, okay, dann schlaf halt da. Mach halt da direkt dein Nickerchen. Du kannst eigentlich schon mal hier in den Stall gehen, gucken, ob du da schon mal einen Platz finden kannst zum Schlafen. Und Toffi sollte vielleicht hier auch mal was aus dem Napf fressen. Bevor du hochgehst, sehe ich gerade, muss ich natürlich noch mal ein bisschen Gourmetfutter hinpacken. Vielleicht sogar auch noch beim anderen Napf. Du kannst hier vielleicht noch ein bisschen kauen. Leon, ab ins Bett. Nee, den anderen Napf können wir erstmal so lassen. Du gehst dann hier auf Toilette. Und dann schlafen. Du hast jetzt hier den Teller gar nicht weggeräumt. Ach, weil du so negativ drauf reagierst. Ja, wegen dir hat sie jetzt den Teller nicht weggeräumt. Und dann reagierst du negativ drauf. Anstatt das einfach mal in Ruhe zu lassen, dann hätte Sophia das nämlich weggeräumt. Dummer Nacho, ey. Räum ich das jetzt halt einfach weg.
Weil es so doof ist. Nacho aber auch, Gut, dann kannst du hier dann danach, nee, nicht Nickerchen machen, sondern danach dann schlafen. Das ist quasi so seine kleine Ecke. Und du kannst dann hier ein bisschen kauen. Und dann natürlich auch auf dem Sofa schlafen. So, wie sieht's mit Salira aus? Nee, Salira. Du bist müde. Du gehst jetzt mal in den Stall. Ich krieg das ehrlich gesagt nur manchmal hin, dass die tatsächlich auch an dem Ort schlafen, wo sie schlafen sollen. Weil alternativ können sie auch jederzeit hier draußen schlafen. Das geht ja auch. Aber ich habe das so gern, wenn die tatsächlich auch da schlafen, wo sie schlafen sollen. Deswegen gucken wir das eben noch kurz. Ansonsten sind ja tatsächlich schon alle am Schlafen. Gucken wir eben noch kurz, ob wir Salira noch bekommen. Dass sie hier ihr Nickerchen hält. Und dann können wir diese Folge auch schon beenden. Wie gesagt, viel Gutes ist heute irgendwie nicht passiert. Wir haben ein bisschen Simoleons gemacht. Auf die Party konnten wir leider nicht, weil es war niemand da. Wir wären ja gerne auf die Party gegangen. Hä, wo gehst du bitte hin, Salira? Du sollst eben da. Nein, nicht raus. Drei. Hä? Ach, ich habe die falsche eingeklickt. Okay, ja, jetzt verstehe ich's. Ja, aber das lief alles nicht so wie erwartet. Zu Luena nach Hause konnten wir nicht, weil sie war ein Mischwesen aus Kleinkind und Grundschulkind. Und ja, das mit der Party lief auch nicht. Aber morgen, beziehungsweise nächste Woche eigentlich, wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser. Und wir kriegen das hoffentlich wieder hin, hier mit der Familie da ein bisschen was zu erreichen. Und ja, dann regle ich das hier mit den Pferdis noch. Und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wahrscheinlich wieder. Bis dann, habt noch eine schöne restliche Woche. Ciao.